Hallo und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic 10 Legacy und dem vermeintlichen Finale dieses Let's Plays. Zumindest werden wir es angehen. Unsere Aufgabe ist jetzt hier in der Klippe mit der Vergeltung zur letzten Schlacht in See zu stechen. Allerdings weiß ich nicht, welcher von diesen... Das ist bestimmt die... Das ist bestimmt die Vergeltung. Dieser epische Kahn, oder? Finden wir da gut alle Platz. Oder wird Rockner das Schiff versenken, wenn er sich reinsetzt? Amairo. Vergeltung sinkt nach Kartal zur großen Schlacht. Sind Schatzjäger bereit? Ja. Und wie? Vorwärts! Wen entlassen wir denn jetzt mal? Wir entlassen Nala. Schweren Herzens. Denn ich erachte diesen anderen Haiji, Bombaichi, als wertvoller. Immerhin gewährt er uns 10% mehr Erfahrung. Die Schlacht wird losgehen. Wir segeln mit 5 Mann in die Schlacht. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab? Hamza. Ich hätte wissen müssen, dass ihr irgendwie dahinter steckt. Mit Hilfe der Piraten hat die Liga, ich meine die richtige Liga, nicht Markus Nachahmung, es geschafft, das Hafenviertel unter ihre Kontrolle zu bringen. Doch Markus, Dunstan und ihre Männer haben sich immer noch im oberen Viertel verschanzt. Sie halten die Vigilie und... Und was? Und was? Okay, wir müssen uns jetzt also mit diesen Viechern hier abgeben, die wahrscheinlich nicht allzu schwach sind. Boah. Es sind Schatten. Gar nicht gut. Haha! Ihr wollt euch mit mir anlegen? Ah, das sind offensichtlich Dunkelelfen. Gut zu wissen. Die aber irgendwie keinen sonderlichen Schaden machen. Zumindest habe ich jetzt nicht übermäßig viel Angst vor denen. Und das war's auch schon für den Anfang. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt mit Gegnergruppen zugespammt werden. Im letzten Akt des Spiels. Okay, die Schatten... 990. Irgendwie wird da gerade das falsche Bild angezeigt. Irgendwie wird immer das falsche Bild angezeigt. Also irgendwie ist das Spiel gerade auch wieder verbuggt, aber... Was soll's? Kartal ist auf jeden Fall... Liegt in Trümmern, so ein bisschen. Wir werden die Einwohner retten. Elite Wolfshunde, legt euch nicht mit mir an. Das war der erste. Das war der nächste. Kein Dunkelzauberer der Welt wird mich aufhalten. Schwarzgardisten, Hauptmänner, die ganze Bande versammelt sich hier, um gegen dich zu kämpfen. Allerdings sollten sie ja nicht auf die Idee kommen zu glauben, dass ich aufhaltbar bin. Noruel ist betäubt. Das ist in der Tat not good. Wie wäre es, wenn wir sie... Ach, sie ist schon nicht mehr betäubt. Können wir den vielleicht mal ein bisschen vollkotzen? Also ich muss schon sagen, dass damit zu rechnen war, dass das jetzt so enden wird. Nachdem wir das ja schon im letzten Dungeon festgestellt haben, dass das Spiel da mehr auf Masse setzt. Anhänger der Liebenden gesteigert, den interessanterweise Rockner oben hat. Plus 6 Glück. Aha. Mal sehen, wie sich das noch entwickeln wird. Plus 6 Glück ist auf jeden Fall, ja, nicht so schlimm. Gibt schlimmere Sachen. Schnell, die Leute schreien schon um Hilfe, wir sollten etwas tun. Los, meine Heldengruppe. What? What? Was in Aschers Namen war das? Ein schwarzer Drache, jetzt wird es interessant. Raiders. Come with me. Let's go kill ourselves a dragon. Okay, das war ziemlich leise. Ich habe gedacht, dass Crackhack jetzt schon ein lauteres Organ besitzt.
Okay, der erste starke Feind. Ein schwarzer Drache. Wie werden wir uns schlagen? Taralet. Okay. Noch bin ich nicht sonderlich beeindruckt. Um ehrlich zu sein, bin ich kein Stück beeindruckt. Yes, I am strong. No, it can't be. Holy fuck! Das war ziemlich mies. Eigentlich möchte ich ihn noch nicht töten. Sind alle wach? Nein, Rockner ist nicht wach. Das nervt mich. Entgiftung. Ich will, dass er wach ist. Aber ich kann ihn ja so auch nicht anständig aufwecken. Doch, jetzt ist er wach. Jetzt ist er wach und jetzt gibt es kein Halten mehr. Super. ...550 Erfahrung. Strike! Und das Federvieh ist tot. Wir gehen auf Macht. Dann Ausdauer einen hoch und Kriegsführung 2 hoch. Sehr gut, Rockner. Jetzt fehlt noch die Heilung. Und wir sind bereit. Wo geht's lang? Geht's hier lang? Warum kann ich nicht von dieser Balustrade gucken? Ich will das brennende Kartal betrachten. Da hinten ist ein Fass. Kann ich das aufmachen? Kann ich. Pulsiere drauf, ist ich drauf. Yes! Da ist noch ein Fass. Oh Gott, hier war doch dieser Laden. Der kosmische Kreis oder so. Ich sollte mich vielleicht... We're being attacked from behind. Oh Gott. Oh Gott. Alle sind verwirrt, das ist gar nicht gut. Es war nicht ganz dumm, hierhin zu gehen. Jetzt haben wir nur noch die von dieser einen Seite gegen uns. Du brauchst diesen Klarheitstrank. Holy fuck! Jetzt ist aber mal gut. Ich kann jetzt ehrlich gesagt keine Rücksicht darauf nehmen, dass irgendeiner betäubt ist. Ich glaube, er ist sowieso schon wieder da. Sehr gut. Macht einfach mal Schaden. Das kann nicht verkehrt sein. Und schon wieder betäubt. Ich hasse diese Facke. Die wollen nur verhindern, dass ich noch mehr Erfahrung kriege. Bin zu gut für euch. Die ist, glaube ich, geschwächt, oder? Oder ist sie verwirrt? Die ist nur verwirrt. Okay. Das kann Tinara ja wieder richten. Wenn ich den Zauber finde. Ja. Sie ist wieder bei Verstand, diese Frau. Aua. Ups. Wieder kommen noch mehr. Geht's noch? Now is not a good time. Ich glaube, das war der letzte fürs Erste.
Dann lasst sie doch betäubt sein. Geht doch. Ich raste jetzt erstmal. Da dürfte sie auch wieder wach sein. Sie ist wach und steigt jetzt erstmal eine schöne Stufe auf. Wahrnehmung gehen wir hoch, Macht gehen wir hoch. Was kann sie denn noch großartig lernen? Ach ja, sie sollte ja bei Ausdauer hier hochgehen und zwei Waffen vielleicht. Na, wir machen erstmal Ausdauer. Die hat mittlerweile nicht mehr signifikant weniger Leben als Rockner. Also der Ork muss sich langsam warm anziehen. Vielleicht sollte er sich endlich mal Mühe geben und nicht nur vor sich hin stinken. Ich hätte beinahe Schinken gesagt. Nein, Borim, nein! Nein, denk gar nicht an Schinken. Denk gar nicht dran. Okay. Aua. Was haben die denn für eine fucking Reichweite, sag mal. Wir ziehen sie mal ein bisschen hier nach hier. Ja, wir ziehen sie zurück. Kann ich schießen? Ich kann schießen. Ja. Lustig. Aber sie können auch schießen. Und das ist gar nicht lustig. Machst du kaputt! Rockner ist schwach. Noel ist schwach. Wirklich eine schwache Gruppe. Oh. Los, kommt! Autsch. So. Und das Geschlachte geht weiter. Ich hasse die, die hauen immer ab. Was soll dieser Dreck denn? Das bringt mich keinen Jota voran. Ganz toll. Nein, ich finde, langsam reicht es wirklich. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr das nervt alles. Aber gut. So langsam kriegen wir sie ja so ein bisschen tot. Sehr gut. Und der erste von denen ist schon mal weg. Nee, ich kann die! Die Fresse. Und eine Runde verschenkt. Ja, ich will jetzt die töten. Ganz eindeutig, die muss sterben. Ich hasse sie. Mach was! I'll kill you. Ich hoffe doch, dass das Skill improved. And stay down. And stay down. Na endlich, Chakram-Tänzerin. Total nervig, total unnötig, total zum Kotzen. Nein, ich habe gerade nicht über deine Mutter geredet. So, oh ja, die hat viel Magie, aber wie wär's denn mal mit ein wenig Vitalität und Geist? Die kann gerade irgendwie nichts lernen, doch, magische Foki. So ein bisschen. Wer ist das da oben? Wer immer das ist, er muss eine gewisse Relevanz haben. Ist hier noch irgendwas Signifikantes? Nein. Das ist bestimmt ein Boss. Das ist doch der Vater. Der Vater von dieser einen, die wir im Grabmal der tausend Schrecken des großen Grauens getroffen haben. Salvin. Salvin sieht müde aus. Ihr könnt nicht sagen, ob es die Müdigkeit der Schlacht ist oder etwas anderes, das an ihm nagt. Ihr schon wieder. Ihr seid einfallsreicher, als ihr ausseht. Vielleicht habe ich mich in euch getäuscht.
Vielleicht habt ihr etwas im Herzen, das mehr aus euch macht als nur Schatzjäger. Also beantwortet mir ehrlich eine Frage, Schatzjäger. Wofür kämpft ihr? Für ein kleines Mädchen. Für Gerechtigkeit. Für Gerechtigkeit? Doch ihr werdet feststellen, dass die Bedeutung der Gerechtigkeit von dem abhängt, der für sie sorgt. Das ist richtig. Wir haben diesen Krieg im Namen der Gerechtigkeit geführt. Oder war es Vergeltung? Es wird immer schwieriger, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ihr haltet euch für würdig, für Gerechtigkeit zu sorgen? Dann verlange ich ein Urteil durch Kampf und möge das Blut des Schuldigen zuerst vergossen werden. Das ist der, den wir in der Heldenschmiede getroffen haben. Zumindest müsste er das sein. Er fühlt sich cool, weil er einen Schritt zur Seite machen kann. Ha! Okay. Okay, okay, ich erkenne an, dass das vielleicht... dass du vielleicht doch nicht ganz nicht krass bist. Oh mein oh mein fucking Gott. Geht doch. Yes. Crackhack. Hier trennen sich unsere Wege. Ich nehme mir den Meister der Meuchler oder Meister der Schatten vor. Keine Sorge, er wird es schwer haben, mich geistig zu beherrschen. Natürlich. Weil er es ja noch nicht geschafft hat. Dafür bin ich viel zu sturköpfig. Toll. Dann sollte ich meine Schwester vorschicken. Ihr findet diesen Markus Wolf und rettet meine Enkeltochter. In Ordnung? Verabschieden. Gut. Wir haben also Salvin besiegt. Haben wir irgendwas gekriegt? Wir haben so einen Bogen gekriegt, okay. Und wir betreten einen Ort, den wir bisher noch nie betreten durften. Die Vigilie. Regierungssitz von Kartal. Wir werden Markus Wolf dort treffen. Es müssen also noch zwei große Feinde fallen. Markus Wolf natürlich. Und die Schwarze Garde. Sowie Erebos, den Gesichtslosen. Der wahrscheinlich mit lauter Schatten dort unten herrscht. Zurück mit euch, Bauern! Wisst ihr nicht, mit wem ihr es zu tun habt? Ich bin Markus Wolf, der Herzog von Kartal. Verbeugt euch sofort vor mir, dann lasse ich Gnade walten. Wie? Wir müssen uns nicht durch einen Dungeon schlagen? Ha! Er ist nach hinten, er ist in Sicherheit gemoonwalked. Okay. Warum nicht? Zuerst die Dunkelzauberer. Als nächstes unsere Freunde. Die Schwarzgardisten-Hauptmänner. Ja, irgendwie läuft das jetzt ziemlich gut, würde ich sagen. Die sind erstmal weg. Was sagt eigentlich unser Bestiarium, das mittlerweile ja sehr voll sein muss? Die Chakram-Tänzerin. Schattenpirsche. Elite-Schattenpirsche. Elite-Wolfshund. Auge des Wahnsinns. Taralet. Salvin. Melante, genau. Okay. Rechts oder links? It pains me to think of all the trees sacrificed to make all this furniture. Wie kannst du eigentlich gerade darüber nachdenken? Erzähl mir das mal. Goldenes Zahnrad. Was bringt dieses goldene Zahnrad? Aua! Holy fuckeroni! Jetzt ist aber mal gut. I kill you. Da sind ja noch zwei. Was ist denn das für eine Scheiße? Toll. Sie ist verwirrt und trotzdem trifft sie eure Gemächter. Klarer Verstand. Aha. Aha. Eine Truhe.
Ich frage mich, was man mit dem ganzen Geld anstellen soll. Ich meine, so einen wirklichen Verwendungszweck habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es wäre cool, wenn man sich Skillpunkte durch Gold hätte kaufen können. Dann hätte ich mittlerweile echt schon alles vollgelevelt. Das ganze Zeug hier will ich überhaupt nicht. Warum bietet man mir das überhaupt noch an? Das ist unter meiner Würde. Okay. Da kommen wir so also nicht rein. Das goldene Zahnrad wird wahrscheinlich dazu gut sein, wieder irgendeinen Hebel aktivieren zu können. Something following us. Ah, stupid. Natürlich folgt uns etwas. Wir sind hier im Herz des feindlichen Territoriums. Es wundert mich, dass keiner von hinten kommt. Aha. Wolfshunde! Wölfe finde ich ja unglaublich cool. Mit meinen Lieblingstiere. Wolfsrain. Ach ja. Oh mein Gott, es regnet. Oh, wir zucken zusammen. Den wollte ich gar nicht angreifen. Ich wollte den angreifen.